Jörg, der Retro-Kenner, und Vincent der Falke. Wer wird wohl das erste Tor schießen? So, Jörg ist absolut fokussiert. Vincent hat aber den Dreh raus. Die Generation darf man nicht unterschätzen. Die sieht schneller, die reagiert schneller, die hört besser. Und hat das auch intuitiv schneller aufgeschnappt. Eieiei, das war sehr, sehr knapp. Da ist schon der erste Posten. Das war sehr, sehr knapp. Ich glaube, der Vincent hätte gerade das erste Tor geschossen. So, Jörg, die erste halbe Minute ist um. Ne, 40 Sekunden noch unten. Mit rein zu lügen. Das ging einmal auf das Konto von Jörg. Sehr, sehr stark. Aber du lagst ja schon gerade im Halbfinale 1-0 zurück und weißt, wie du das Ganze handeln musst. Jetzt schenk ihm mal einen ein. Komm, Vincent, jetzt. Wir feuern dich an. Und ruhig voll drauf. Da kann nichts passieren. Denn für Jörg ist jetzt das Tor schon kleiner geworden. Der muss jetzt sich noch mehr konzentrieren. Und ist eh auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, sage mal, das war doch direkt der Pfosten. So, Vincent, jetzt ist die Schonzeit für den alten Herrn vorbei. Jetzt kannst du loslegen. Es steht immer noch 0-1 aus deiner Sicht. Es geht darum, den Ball ins Tor zu befördern, zwischen die beiden Pfosten. Und bei jedem Tor werden die Pfosten kleiner. Das heißt, der Jörg, der jetzt 1-0 in Führung liegt, der muss jetzt noch besser aufpassen. Das war das 2-0. Nicht verzagen, der trifft jetzt gar nicht mehr das Tor, der sieht es kaum noch, weil die Pfosten mittlerweile so eng aneinander stehen. Außerdem ist noch die Hälfte der Spielzeit da. Also immer positiv denken. Eieiei, das war... Eieiei, du, das war schon knapp drin. Rein damit. So, die letzte Minute läuft an auf der Gamescom 2015, hier am Gamescom Samstag, und es steht immer noch 2-0 für den älteren Herrn hier im weißen T-Shirt, für den Retro-Kenner Jörg. Vincent, der das Spiel gerade kennengelernt hat und fast schon professionell beherrscht, ist aber dran. So, Vincent, jetzt konzentrier dich und gib Gas, mach 2 Tore noch, du hast 45 Sekunden Zeit. Es ist das Finale und es freut uns sehr zu sehen, dass die junge Generation das wirklich als spaßig und lustig empfindet. Es steht allerdings jetzt 3-0 für Jörg. So, Jörg, jetzt demotiviert auch nicht die junge Generation. Ein herzlichen Applaus, das erste Tor für den jungen Mann hier in Grün. So soll das auch sein, Vincent. Du hast noch 30 Sekunden Zeit, das noch zweimal zu wiederholen. Und dann in der Verlängerung dürfte dem Jörg sowieso die Luft ausgehen. Eieiei, 4-1. Ja, ja. So, die letzten 20 Sekunden sind angelaufen. Also bei den Retro-Fans, Vincent, ist es so, ne? Die sind zwar sehr nett und freundlich, ne? Aber beim Spielen, ne? Da kennen die keinen Spaß so. Ein herzlichen Applaus für Jörg und einen noch größeren Applaus für unseren jungen Akteur Vincent in Grün. Ganz, ganz toll gemacht. Ich glaube, wir haben noch eine Überraschung für den jungen Herrn, oder? Für beide Herren. Das war das Finale, oder? Komm mal nach vorne. Der Manuel, ich übergebe mal kurz den Manuel. Also gewonnen hat er, das heißt, er darf sich einen Preis aussuchen. Lass dir was aussuchen und großen Preise haben wir jetzt leider nicht. Habt ihr was? Ja, willst du mitmachen, ja. Kriegst du was von ihm? Hast du schon was?